was bisher geschah. Früher haben wir Chorsiedlungen beschützt, jetzt überfallen wir eine. Non-Cons begehen halt Überfälle. Lieutenant, Sie waren fleißig. Unser Dorf hat seit Wochen keinen Strom, wir brauchen diesen Fabrikator. Der verfluchte Fabrikator interessiert mich nicht, Sie entführen meine Leute. Was ist passiert? Die kurze Version. Die Chor ist auf dem Weg. Ihr habt versprochen, dass ihr den Fabrikator stehlt, ohne Jin zu provozieren. Das hat nichts mit dem Fabrikator zu tun. Was habt ihr getan? Jin beschuldigt uns, wir würden ihre Leute entführen. Was auch immer das bedeutet. Bringt den Fabrikator zum Kraftwerk und installiert den Wechselrichter. Du weißt, dass Jin zurückkommt, oder? Wir müssen hier weg, sofort. Mom! Hey, Tür zu! Versteck dich und dann verschwinde! Hey, ihr wisst genauso gut wie ich, dass er uns helfen kann. Unser Dorf wurde angegriffen. Und meine Mutter wurde entführt. Entführt? Dad, du solltest dir das hier ansehen. Scheiße. Leute! Ich dachte, ihr lauft nicht vor der Chor davon. Ja, das entsprach nicht so ganz der Wahrheit. Wir müssen durch diese Festung zur verlassenen Osmiummine auf der anderen Seite. Weil die Chor da nach dem Krieg ein paar tausend Locust-Leichen verschüttet hat. Wenn euer Schwarm mit den Maden zu tun hat, finden wir es dort heraus. Wir entführen Menschen und benutzen sie. Und wenn wir ihn nicht zurückholen können? Dann sind wir wohl auf uns allein gestellt. Scheiße. Das muss der Ort sein, wo diese Biester herkommen. Und wohin diese Häscher gehen? Mein Vater lebt und er ist da unten. Ganze verdammte Schwarm. Hier ist alles verbunden. Die Locusts sind nicht tot, James. Kate, deine Mutter, sie lebt. Wo ist sie? Sie wird nicht wie die anderen behandelt. Keine Kapsel. Wenn ihr mich befreit, sterbe ich. Schon okay. Sie wollte, dass du sie bekommst. Die gehörte meiner Großmutter. Hab sie nie kennengelernt. Thank you.
Kate ist nicht bereit für das. Sie kann ja kaum die Augen aufhalten. Mach dir keine Sorgen. Sie schafft das. Okay. Wir sind fast bei Baird's Koordinaten. Willkommen in Azura. Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Gestern Nacht. Bestimmt 8 oder 9 Minuten, ja. Albträume? Wird es je besser? Es wird erträglich. Alles klar, legen wir mal los. Kommt schon, wir müssen uns einhaken. Und wer springt zuerst? Definitiv nicht du! Del, mir geht's gut, okay? Ja, ist schon klar. Oh, Scheiße. Danke, Del. Sam, wir steigen aus. Verstanden. Wir warten hier oben auf euch. Wir sehen uns. Hey, Dave, kommst du? Alles klar, Zentrale. Wir gehen rein. Doch, man hätte auch den spielen können. Klar, ganz schön hoch hier. Oh, ich hab ein bisschen Höhenangst. Waren das unsere tollen Abenteuer im vierten Teil, die wir ja gezeigt haben? Ja. Krass. Und jetzt sind wir im fünften Teil? Ja. Cool. Hallo. Hallo. Das sieht gut aus. Warte, ich muss mal leiser machen. So. Sonst höre ich dich nicht mehr. Wir können ein Haus kaufen, hast du gehört? Ja, so hat sie das beurteilt. Und irgendwie nach Röten. Das ist doch ein schöner Platz für ein Haus und hier ist so ein schöner Pool. Ja. Ja. Hat das gerade mit Wasserfall. Tschüss, Heli. Kann ich rennen? Warum kann ich auf Dings nicht rennen? Was ist das für eine Sicht? Eine komische. Ja, du schießt mit der linken Maustaste. Oh, das wusste ich nicht. Wie kann ich denn... Ganz ungewöhnlich. Wie kann ich denn klettern? Leertaste? Und dann nochmal Leertaste? Aha, ja, so kletter ich auch immer irgendwo hoch. Vielleicht hättest du das Training doch spielen sollen. Ja, möglich. Erstmal verstecken und dann klettern. Ey, ich hab richtig geil nachgeladen, ne? Das kann ich dir mal sagen. Hast du gut gemacht. Danke. Okay. Spring mal da runter und guck, ob da irgendwas ist. Okay. Kann ich hier mit F nennen? Nee, kann ich nicht. Dave, Licht. Denk daran, auf dieser Insel gibt es eine. Stell dir mal vor, das hättest du sein können. Du hättest eine Taschenlampe sein können. Ist das geil oder ist das geil? Ja, das ist richtig geil. Ja, finde ich auch. Oh, Scheiße. Oh, ja. Jetzt ist das Wohnzimmer kaputt, toll. Ich geh mal lieber ein bisschen weg. Ort, der einstürzt. Schnell. Na los, über die Karte. Doch. Dann, ich pass auf. Okay. Wie kann ich jetzt schon wieder rennen? Ah, Leertaste. Ich merke, Leertaste ist hier für alles. The way to go. Von meinem Dad. Vor seinem Tod hat der Baird in ein Parcours-Geheimnis eingeweiht. Davon gibt's auf dieser Insel. Vorsicht, hier fallen Dinge runter. Hm? Danke, danke. Bring. Ziehen Sie mit Maus 2 und halten Sie E gedrückt, damit Dave Dinge holt. Hey. Mhm. Stell dir mal vor, Marcel, das könnte jetzt du sein. Oh, geil, ey.
Das wäre schon cool. Mit Leichen hätte ich nicht gerechnet. Nur eine Handvoll hat es Leben aus Azura geschafft. Ah, das hätte ich dir, glaube ich, auch so sagen können. Ja, nee, der hat nur gezuckt, ja. Dave, bring! Ey, man muss nie wieder selber Dinge aufsammeln, ist das geil. Voll, da kommt man locker dran. Ja, hey, aber... Danke, Dave, sehr sinnvoll. Geht auch so, ne? Oh, guck mal hier, oh, guck mal da. Hier, einmal Wellness, Werbeplakat. Ja, Mensch, da ist doch die Wellness vorprogrammiert. Jetzt die Kettensäge. Während du das durchschneidest, schneide ich dich durch. Das ist eine Synergie. Kann man das ja durchschneiden. Stopp, schade. Gut festhalten. Dave, hol mir dieses blaue Zeug, was da runtergefallen ist. Dave, hol mir das alles wieder hoch. Den müsst ihr eigentlich kennen, ne? Ich glaube, das ist kaputt. Sieh an. Dave, sende einen Impuls und dann sehen wir mal, was wir hier haben. Ist kein Problem, das war nur mein Magen. Lol. Na, da sind sie. Es ist tot. Dave, Impuls, Bitch. Alter, die Waffensteuerung ist hier aber auch. Anhöhe links, flankiert sie. Die halten ja aus. Schnell in Deckung. Dave. Hey Dave, bring. Bring los. Irgendwas. Da noch einer übrig. Alles klar. Danke Dave. Nice. Bert, es ist bestätigt. Die Azura-Grabstätte ist aktiv. Scheiße. Okay, komm nur in. Hätte ich mir auch gedacht. Sag Bescheid, wenn er Verstärkung braucht. Aber ich habe keine gefunden. Delta Ende. Kommt schon, wir müssen eins der Silos finden, wenn der Schwarm sie nicht schon alle zerstört hat. Hey, ich denke, wir können hier runter. Huch. Nee, ich mach mal, ne? Ja, mach mal. Ich musste da gerade noch. Mist, mir leid. Bitte sprich mit jemandem darüber, sobald wir wieder zurück sind. Mir geht's gut, Bert. Kannst du mal aus dem Weg gehen? Nö. Ich denke mir so, hey. Mach doch jede Karte kaputt. Ich bin auch hier. Seh mich. Hey, Impuls. Kann ich das jetzt auch nochmal machen? Zu viele aktive Schwärme. Hier sind überall Grabstätten. Scheiße. Ein Grund mehr, den Hammer online zu bringen. Hoffentlich sieht Jin das auch so. Oh, hi. Denkt, ich hab verkackt beim Nachladen. Oh Gott. Oh, da hätte man finishen können. Stopp, der ist tot. Impuls! Du bist ein Schwein. Elender. Sie kommen aus dem Messer. Ja. Oh, guck mal hier, kann ich als Dings benutzen. Unmenschlichen Schild, quasi. Hey. Oh Gott. Ich bin down. Nein. Danke. Ich war das nicht. Ich weiß. Kann ich den wieder wegmachen? Batsch. Ich hab, Batsch. Also wir machen jetzt einen Fünf-Spieler Koop draus. Ne? Ich weiß noch nicht mehr, wie kann ich ihn. Ach so. Leute, nee. Wir sind doch in einem Silo. Bert, wir haben eines der Silos gefunden. Aber. Wie kann ich denn den jetzt loswerden? Einmal F gedrückt. Ach C. Eines funktioniert. Ah. Reiß ich ihm einfach den Kopf ab, ey. Wir haben den Krieg schon einmal auf dieser Insel beendet. Mit dem Hammer-Satelliten schaffen wir das nochmal. Gnäscher. Das ist der Plan, Kumpel. Zentrale Ende. Schmuni. Wie wechsle ich mein. Oh. Oha, haben wir doch einiges an Muni dabei. Ja, an Waffen meine ich. Drei und Granaten. Ja, einiges, sag ich doch. Also im
Rennen lenken ist ganz schön schwierig. Dankeschön. Ja, bitte, bitte. Was jetzt so vorkommt. Nee, du lenkst halt nur mit. Hier gibt's keine Raketen, sondern nur Felsen. A und D. Hier kommen wir nicht weiter. Nein, aber wir können uns aufteilen. Ihr geht nach rechts, Markus und ich nach links. Gute Idee, aber seid vorsichtig. Ah, Spitzenidee ist das. Da gehen sie. Zwei Wege. Hast du eine bessere Idee? Wir haben bestimmt den spaßigeren Teil erwischt. Uns passiert bestimmt jetzt gar nichts. Na, guck mal, hier ist eine Luke. Bill, die Luke! Spring runter! Ja. Ciao. Nee, du machst ja zu. Sieht aus wie eine Art Abbruch. Gut, dass wir Dave mitgenommen haben. Kommt er von einem Silo? Nur ein Weg, das was liegt denn da? Er hat Munition. Lauf! Wie? Ich? Junge. Hey, wollt ihr bezielen? Jawohl, erstmal schön durchschnetzeln. Töte sie doch nicht. Sie müssen durchgeschnitten werden. Oh, ich bin da. Oh mein Gott, die Rasile! Ja. Oh, nee, Dave hat mich überlebt. Dave! Junge, Alter! Hier ist aber jetzt. Oh, hi, ja, ich bin. Aua, au. Musst du mich leertasten? Ja, er hat mit dem Schädel eingeschlagen. Okay, toll. Ziel fehlgeschlagen, du bist tot. Ja. Ey, echt super gemacht. Der hat mir den Schädel eingeschlagen. Oh, ja, und das ist jetzt deine Ausrede. Er hat dir den Schädel eingeschlagen. Ui. Ja, wer rennt denn hier mit der Kettensäge im Anschlag wie die? Ja, jetzt mir eine bessere Rückendeckung gegeben. Ja, ich kann ja nicht durch dich durchschießen. Ja, doch. Nimm die Gnäscher. Das Gnäschern wir die richtig weg, die Boys. Ja, ich bin hier doch schon die ganze Zeit. Ja, das ist wahrscheinlich der Fehler gewesen. Hä? Hättest du die mal aufsparen müssen für jetzt? Hä, hey, ich. Was? Okay. Hier, Granate, weg da. Und noch eine Granate. Hä, wie funktionieren die Granaten? Ah ja. So, die Granaten funktionieren, okay. Also ich habe so das Gefühl, Dave kann nichts außer Licht machen und Sachen holen. Gut. Alles klar, das reicht das alle. Nicht? Jetzt sollten wir rausfinden, wie wir herkommen. Mein Gott, fette Schwein. Dieses Schleusentor ist wohl der Weg hier raus. Welches? Das da? Dave, kannst du es öffnen? Mann, wisst ihr was? Wenn die das hier in einen Schwarmstock verwandeln wollen, dann lasst sie doch. Eine Insel, hunderte Meilen von der Küste entfernt. Aha. Stellen wir sicher, dass das erst passiert, nachdem wir weg sind. Geil. Seht ihr, Dave versteht's. Okay, auf zum Silo. Juhu! Und abwärts! Schön allen ausweichen, bitte. So viel zum Thema Silo. Was, Ich, Ist er hängen geblieben? Siehst du was? Du stehst einfach nur drauf rum. Ich bin unten. Hallo. Meiner ist so ein bisschen nach unten gebackt.